Digitale Transformation der Verwaltung. Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang vielleicht einen kleinen Streifzug durch die Vielfalt der Herausforderungen, die sich uns in den Kommunalverwaltungen ja stellen. Jetzt bin ich nicht ganz so ein bekannter Mensch wie der Marc Groß bei der KGST, deswegen erlauben Sie mir vorab vielleicht einfach einmal, mich auch kurz vorstellen zu dürfen. Mein Name ist Jörg Möllenbrock, bin Diplomverwaltungswirt und staatlich geprüfter Betriebswirt, arbeite seit 30 Jahren in der Kommunalverwaltung, genauer gesagt bei der Stadt Gütersloh. Bin dort im Büro des Bürgermeisters angesiedelt, verantworte große Querschnittsprojekte, habe da auch schon viele Digitalisierungsprojekte in den letzten vielen Jahren gemacht, am Bürgerportal beispielsweise im März 2015 live geschaltet. Da gab es lediglich ein E-Government-Gesetz des Bundes, da waren die Länder noch nicht so weit. Fördermittelmanagement ist ein großer Bereich und ja, um es auf den Punkt zu bringen, ich bin eher ein Macher aus der Praxis für die Praxis und diese Leidenschaft zur digitalen Transformation, das Wort Transformation verwende ich hier sehr bewusst, meine Damen und Herren, hat mich dann motiviert, die Möllenbrock Consulting zu gründen im vergangenen Jahr mit den Schwerpunkten Smart City Solutions, die neue Verwaltung, Prozess- und Wissensmanagement und Change Management, weil ich einfach feststellen muss, da müssen wir ran an diese Themenbereiche und da tun wir uns zum Teil sehr, sehr schwer. Gerade auch Marc Groß ist ja schon auf das ein oder andere Thema eingegangen, dass wir da hin und wieder doch den nötigen Elan vermissen lassen. Digitale Transformation, um das vielleicht auch einmal ganz einfach und simpel zu definieren, was verstehe ich darunter? Digitale Transformation ist für mich ein Zusammenspiel aus Prozess und Change Management. Also digitale Transformationsprojekte, ob das jetzt Smart City-Projekte sind, ob das verwaltungsinterne Projekte sind, ob das ein OZG ist, wie auch immer, das sind für mich ist für mich weder ein IT-Projekt, noch ist das ein Thema der Wissenschaft, sondern wir transformieren die Lebenswirklichkeit in der Kommune vor Ort, ja, die seit Jahrzehnten diverse E-Service oder Dienstleistungen erbringt, die wir künftig als E-Services bereitstellen wollen. Und ich sag mal, dieser Weg, Prozessmanagement gepaart mit Change Management, weil natürlich der Wandel auch in den Köpfen der Menschen anfangen muss. Und solange es da nicht Klick macht und man anders denkt, werden wir auch nie zu vernünftigen Ergebnissen kommen. Also ist es ganz wichtig, bei den Menschen anzufangen, gleichzeitig dafür zu sensibilisieren, wo die Reise hingehen wird. Und ja, das vielleicht einmal für Sie zu meiner Definition von digitaler Transformation, wie ich das eben betrachte oder sehe. So. Prozessmanagement, Marc Groß hat es auch schon erwähnt, eben ist ja im Grunde genommen ganz simpel darzustellen. Es gibt einen Input in Form von Daten oder Informationen. Daraufhin wird in der Verwaltung ein bestimmter Prozess angeschoben, der zu irgendeinem Output führt. Ja, ich sag mal, Beispiel Untersuchungsberechtigungsschein. Da wird ein Antrag gestellt, da kommen die Daten rein, die Daten werden gescreent. Passt das? Ist der beim Ausbildungsbeginn unter 18 Jahren? Ja, ist so, alles klar. Ich stelle den Untersuchungsberechtigungsschein aus, den dann der Jugendliche oder junge Erwachsene inklusive eines Fragebogens erhält. Klingt an und für sich ja ganz einfach. In der Praxis ist es das aber nicht. Warum? Die Praxis zeigt, und das ist so ein kleiner Knackpunkt an der Geschichte, dass immer analog gedacht wird. Es wird immer von Seiten von Fachverwaltungen, da ich eben im OZG auch sehr eingebunden bin, vornehmlich in zwei Projekten, und dort mit vielen, vielen Kommunen am Tisch gesessen habe, um einen standardisierten Prozess auszuarbeiten. Ich kann Ihnen sagen, das war eine Herkulesaufgabe und hat mehrere ganztägige Workshops bedurft. Das Problem hier ist ganz einfach. Es wird analog gedacht und dann geht man davon aus, diesen analogen Prozess, den übersetzen wir jetzt einfach eins zu eins in einen digitalen und dann arbeiten wir genauso weiter wie vorher, nur im digital. Da kann ich nur sagen, nein, so wird das eben nicht funktionieren. Ja, also wer analog denkt, wird die Chancen der Digitalisierung niemals sehen und begreifen. Und an der Stelle greift dann auch schon wieder das Change Management, eben zu sagen, nee, Leute, die alten Zöpfe müssen wir abschneiden. Ansonsten werden wir nie neue Wege beschreiten. Wir werden uns ja gar nicht verändern. Ja?
Außerdem sind die analogen Prozesse teils so unnötig wie noch was. Da wird so viel Arbeit gemacht, die ist auch vom Gesetzgeber her gar nicht vorgeschrieben. Da könnte ich Ihnen jetzt eine Menge Beispiele nennen, würde den zeitlichen Rahmen nicht unerheblich sprengen und deswegen lasse ich das. Aber können wir uns gern zu anderer Stelle, an anderer Stelle auch nochmal drüber unterhalten. Und eine Grafik in dem Zusammenhang, was Digitalisierung in Deutschland, Schwerpunkt Public Sector vor allen Dingen angeht, eine Grafik, die es eigentlich auf den Punkt bringt, die braucht man nicht kommentieren. Ja? Also es gibt eine Unmenge an Kritikern, die sehen sehr, sehr viele Probleme überall und ganz, ganz viele Redner, ja, oder wie hier steht, Laberer. Wir haben aber keine Macher. Wir haben keine Leute, die wirklich mal einen Schneid haben, zu sagen, so, und wir marschieren jetzt mal hier in neue Wege und dann schauen wir mal, wo wir rauskommen. Denn eins ist klar, wenn wir von digitaler Transformation sprechen oder uns auch wirklich mal in Smart City Solution in völlig neue Wege reinbegeben, da werden wir nicht, wie sonst üblich, von Beginn an eine Projektkonzeption aufbauen können, wo Sie zu 100% wissen, was, wann, wie passiert, wann sind wir damit fertig. Fertig sind Sie bei solchen Projekten im Übrigen sowieso nie. Das ist ein laufender Prozess, der immer weiter evoluiert und weiter ausgebaut werden wird. Das funktioniert nicht. Und da müssen wir auch mal Abstand nehmen im Public Sector von dieser Null-Fehler-Mentalität. Ja, wir machen ja nie Fehler. Ne? Also, meine Damen und Herren, der Mensch lernt nur durch Fehler. Ja, das ist völlig menschlich, das ist normal. Wir brauchen völlig neues Mindset, ein bisschen, sage ich mal, eine Prise Gelassenheit und dann wirklich mal weg davon. Und was Kritiker angeht, ich meine, die Situation habe ich selber auch schon häufig erlebt. Sie, sage ich mal, gehen in eine Teambesprechung. Ja, stellen wir uns jetzt einfach mal bildlich vor. Sie gehen da in so eine Teambesprechung rein, äußern da mal eine innovative Idee, ja, wo Sie eben der Meinung sind, da könnten wir uns das Leben leichter machen an der Stelle. Da werden Ihnen alle Leute in dieser Runde vermutlicherweise ad hoc drei Gründe nennen können, warum das nicht funktionieren wird. Wenn Sie denn aber die Frage verkehren und sagen, okay, ich gebe Ihnen jetzt mal eine Minute Bedenkzeit und dann sagen Sie mir bitte drei Gründe, weshalb wir uns das Leben leichter machen werden am Ende des Tages. Dann ist da häufig das Schweigen der Lämmer. Und wenn dann die kommt oder wenn Sie auch in solchen Runden dann Argumente wegargumentieren auch wiederum, also Kritikerargumente wegargumentieren, dann kommt am Ende des Tages der Edeljoker aller Kritiker und zwar DSGVO. Ja, also wer dann überhaupt keine Lust hat auf ein Digitalisierungsprojekt, der zieht dann den Edeljoker DSGVO. Ja, und deswegen diese Karikatur, ich finde sie einfach sehr, sehr treffend. Sie ist nicht so brutal wie die Überschrift der Bertelsmann Stiftung, die vor 2 Jahren geschrieben hat, Deutschland Doppelpunkt ein Entwicklungsland, aber auch das trifft leider den Nagel auf den Kopf, denn wenn wir uns EU-weit mal umschauen, was da so teilweise losgeht, ja, da haben wir noch sehr viel Luft nach oben, um es vorsichtig auszudrücken. Was in den Status quo und alles hier bei uns in Deutschland so angeht. Ganz wichtig bei all dem ist auch Folgendes. Gerade zu Beginn des OZGs, seit Beginn des OZGs bin ich auf Ebene des Bundesinnenministeriums dabei, und habe von Anfang an gesagt, Sie müssen ein System kennen, wenn Sie es ändern wollen. Sonst funktioniert das nicht. Weil OZG-Dienstleistungen sind Dienstleistungen der Kommunalverwaltung. Sie müssen die Prozesse der Kommunalverwaltung kennen. Ja, natürlich als Ausgangsbasis muss ich den Ist-Prozess kennen. Ja, ich muss wissen, okay, der Prozess endet für gewöhnlich nicht an der Rathaustür. Der geht weiter. Welche externen Stakeholder spielen denn noch eine Rolle? Wo gehen möglicherweise welche Daten hin? Wer braucht die für welche Aufgabenerledigungen und, sodass ich überhaupt in der Lage bin, einen neuen digitalen Prozess zu designen. Und wenn wir das tun, dann packen Sie bitte nur das Ergebnis an die Wand und sonst gar nichts. Und den Weg dahin, den designen wir, den arbeiten wir aus in einem Workshop und dann wird da auch ein Ergebnis dabei herauskommen, was eben nicht dazu beiträgt, dass so ein Projekt floppt, sondern dass die Bürgerinnen und Bürger es annehmen. Da kann ich Ihnen jetzt auch viele Beispiele nennen, aber wie gesagt, aus zeitlichen Gründen an dieser Stelle lasse ich das. Die Umsetzungsqualität ist für mich ein ganz erheblicher Faktor. Der gerät beim OZG natürlich komplett aus den Augen, weil da hat man sich für die Quantität entschieden, weil es war im Grunde genommen doch allen klar von Beginn an, 575 Dienstleistungen bis Ende 2022 ist illusorisch. Werden wir nicht schaffen, ja?
Und da musste man doch dann einfach auch mal ehrlicherweise sagen, okay, dann lass uns von mir aus die Anzahl halbieren oder wir sagen 150 bis 200, je nachdem, was wir schaffen. Aber dafür eben nicht ein bisschen Umsetzung, sondern richtig vernünftig, ja. Ich halte es jetzt nicht für innovativ, wenn da jetzt online ein Antrag gestellt werden kann und dann ein PDF in irgendeine Verwaltung geschubst wird, ohne eine Schnittstelle in die Fachanwendung, sodass Sie in der Verwaltung ja allen Ernstes diesen PDF-Antrag händisch abschreiben müssen in eine Fachanwendung, um den überhaupt bearbeiten zu können. Und das ist für mich nicht Digitalisierung. Das haben wir in den Kommunen auch schon seit 15 Jahren, weil den PDF-Formularschrank, den kennen wir alle. Und nichts anderes ist das. Nur, dass das jetzt vereint ist in einem zentralen Landesportal. Und man sich natürlich schon die Frage stellt, was soll das? Ja, und das EFA-Prinzip an sich finde ich herausragend gut an der Stelle. Also einer für alle, ja, dass also ein Bundesland einen standardisierten, aber auch das wichtig, standardisierten Dienst erarbeitet, ihn dann ausrollt und zur Verfügung stellt für andere Bundesländer. Wozu das Rad immer neu erfinden, finde ich, ist eine gute Idee. Aber auch da eben die Umsetzungsqualität hat bisher dafür gesorgt, dass es erstens nur eine Handvoll EFA-Umsetzungsprojekte gab, die zweitens alle gefloppt sind, weil kein Land Lust hatte, den zu adaptieren, beziehungsweise auch nicht gewillt war, ihn zu adaptieren, weil man seine eigenen Standards hätte verändern müssen. So. Und daraus ergibt sich dann eben dann auch diese Komplexität und Schwierigkeit in der Zusammenarbeit mit den Ministerien. Die sind das ja auch nicht gewohnt, mit einer Kommune auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Müssen sie jetzt aber. Ja? Anders wird das nicht funktionieren. Ja? Und dann kommt ein Milliardenpaket vom Bundesinnenministerium, wo man denkt, ja super. Und ich selbst habe es in einem Projekt erlebt, wo ich gesagt habe, okay, es gibt doch bei der Dienstleistung nur zwei Fachanwendungen, Land X, dann kauft doch diese zwei Schnittstellen einfach ein, sodass wenigstens die Antragsdaten automatisiert in die Fachanwendung migrieren können. Tja, hat man nicht gemacht, ne? Also jetzt könnte man sagen, okay, mit Juristen machst du keinen digitalen Wandel, wird nicht funktionieren. Ja, ich meine nicht, dass ich was gegen Juristen habe, die sind anders ausgebildet. Also diese Agilität und mal eben was verändern, das liegt dem meistens nicht. Also Umsetzungsqualität für mich ist, wenn wir einen 100% mediumbruchfreien Prozess hinbekommen. Das ist für mich ein Top-Projekt. Okay, ich gebe zu, das wird nicht immer gelingen. Es gibt Rahmenbedingungen, die einem manchmal, die das manchmal konterkarieren, das ist mir klar. Aber das ist mir grundsätzlich erstmal die Messlatte. So, 100% medienbruchfrei. Und das mache ich nicht, oder ich sage das jetzt nicht vor dem Hintergrund, damit wir hier Leute entlassen können, sondern Sie haben vielleicht vernommen, wir haben Demografie. Ja, so. Und laut Deutschem Beamtenbund bedeutet Demografie in der Kommunalverwaltung, dass in den nächsten 6 bis 8 Jahren. Und das ist nicht viel Zeit, sage ich Ihnen. Das ist Schnipp. Und dann war es das mit 6 Jahren. In den nächsten 6 bis 8 Jahren ungefähr 30, durchschnittlich 30 bis 50% Personal von Bord gehen in den Kommunalverwaltungen. Das heißt, wenn Sie in 6 bis 8 Jahren, um es mal auf den Punkt zu bringen, so arbeiten, wie Sie es Stand heute tun, dann werden Sie arbeitsunfähig sein. Jetzt könnte man sagen, ja, typisch deutsche Mentalität, solange das Kind nicht im Brunnen fällt, bewegen wir uns nicht. Ne? Warten wir erstmal ab, bis es Platsch macht und dann stehen wir mit dem Rücken an der Wand, dann können wir ja auch nicht anders und dann drücken wir es einfach durch das Thema. Halte ich für gefährlich, gerade auch mit Blick auf Arbeitgebermarke. Vielleicht sind Sie ja doch interessiert, die ein oder anderen jungen Nachwuchskräfte mal zu rekrutieren. Da sollte man sich dann durchaus ein bisschen was einfallen lassen. Und wenn man dann als moderner Arbeitgeber daherkommt, halte ich das für durchaus vorteilhaft. Die Klassiker, fünf Herausforderungen, die ich jetzt einfach nur einmal darstellen möchte, die man immer wieder in Gesprächen antrifft in Kommunen, sind zum einen, man hat kein Konzept. Ja, das ist so. 14 bis 20% der Kommunen in Deutschland haben überhaupt eine Digitalisierungsstrategie, die sie aber bitte dann, wenn sie es machen, dann machen sie es gesamtheitlich. Ne? Also isolieren Sie das nicht von Smart City Solution, weil das können Sie nicht mehr auseinander dividieren. Sie können auch nicht, wie ich es letztes Mal erlebt habe, in einer Großstadt, wo dann gesagt wurde, wir haben einen Mitarbeiter für die Außendigitalisierung und einen für die Innendigitalisierung, wo ich dann auch gefragt habe, wie wollen Sie das auseinander dividieren, bitte schön, ja, weil Ihre Use Cases, die Sie da draußen fahren, haben einen 1:1 Bezug zu Ihren internen Leistungen, die Sie da erbringen. So, und insofern
Wir reden doch immer von ganzheitlicher Betrachtung. Ja, bitte, dann machen Sie es doch einfach auch mal, ne? So, kein Personal ist immer ein Problem, aber gut, dafür gibt es dann zum Beispiel Einrichtungen wie uns, Müllenbrock Consulting oder auch eine KGST oder wen auch immer. Wir können Ihnen da natürlich unter die Arme greifen. Ihr großer Vorteil übrigens an der Stelle ist, dass Sie nicht als Prophet im eigenen Hause herumlaufen, sondern es macht ja doch immer einen erheblichen Unterschied, wenn andere im Grunde nur das Gleiche sagt, was Sie vorher auch gesagt haben. Wird dann aber mit einmal anders wahrgenommen, kenne ich aus meiner eigenen beruflichen Erfahrung nur zu gut. Ja, das Thema Geld natürlich spielt eine Rolle. Ja, sehen wir jetzt beim OZG. Deswegen wird auch das OZG, so wie wir es derzeit haben, scheitern, weil Kommunen nicht ganz unerheblich viel Geld einstellen müssen in ihren Haushalt, wenn sie das OZG überhaupt umsetzen wollen. Ja, das geht schon damit los, dass sie, zumindest kenne ich das aus einem Bundesland, in den anderen wird es, denke ich, nicht viel anders laufen, zunächst mal ein Zertifikat benötigen pro Dienstleistung, damit die Daten sicher von dem Antragsportal in ihre Kommune fließen. Und dann, wenn sie die Schnittstelle haben möchten, zum Beispiel in eine Fachanwendung, müssen sie die eben selber einkaufen, sodass sie da locker 5-, 6-stellige Beträge pro Jahr erstmal fürs OZG einplanen dürfen. Ich glaube, da werden die meisten Nein Danke sagen. Ja, zum ganz großes Problem, Führung steht nicht dahinter. Das ist gerade in Sachen Change Management eine Mega-Herausforderung. Die Hochschule Konstanz hat vor auch 1, 2 Jahren eine Studie rausgebracht und hat die Führungsriege im Public Sector gescreent mit dem erschreckenden Ergebnis, dass gut 2 Drittel der Führungskräfte im Public Sector Germany leider Gottes nicht Change Management tauglich sind. Ja, und da muss man sich schon die Frage stellen, wie wir dann Veränderungen und den großen Wandel hier herbeiführen möchten. Oder aber eben auch die Mitarbeiter ziehen nicht mit. Aber gut, das sind Stellschrauben, an denen kann man arbeiten. Das ist jetzt kein Grund, um jetzt irgendwelche Sachen liegen zu lassen. Smart City-Lösungen, vielleicht ganz kurz darauf einzugehen, das Gold des 21. Jahrhunderts, meine Damen und Herren, das sind die Daten. So, das Datenmanagement hat auch Marc Groß vorhin schon angesprochen, ist eine Riesenherausforderung, aber gleichzeitig ein Riesenpotenzial für die Kommunen. Und dabei sollten Sie von Anfang an darauf achten, dass Sie die Herrin bzw. der Herr Ihrer Daten sind. Nutzen Sie die Daten. Nicht einfach nur reinholen und dann Open Data machen, ein bisschen was zeigen und so weiter. Das machen wir im Geodatenmanagement ja auch schon seit über 10 Jahren. Nee, nee, lassen Sie die Daten für sich arbeiten. Weil, wie ich anfangs beim Prozess schon zeigte, es kommen Informationen oder Daten rein, dann wird etwas ausgelöst, also ein Prozess, es wird irgendwas ausgearbeitet, was zu einem Input führt. Lassen Sie die Daten für sich arbeiten. Ich sage mal, ein banaler Use Case, Verkehrssteuerung. Ja, geht. Ja, Sie können da diverse Parameter festlegen, können das zum Beispiel an CO2-Werten koppeln und wenn der dann nicht adäquat ist, dann wird eben die Verkehrssteuerung, das heißt die Ampelschaltung, verändert in die jeweiligen Szenarien, die Sie einmal vorher festlegen und dann läuft das. Ja. Und es gibt andere Bereiche innerhalb der Kommunalverwaltung, wo Sie eben auch hergehen können und durch Daten Input eben automatisierte Prozesse gehen aufsetzen können. Und dann zum Schluss vielleicht die neue Verwaltung. Ich habe Ihnen hier mal Bilder mitgebracht. Gefühlt sind 50% aller Kommunen schon dort gewesen und haben es sich angeschaut. Das ist die Stadt Venlo in den Niederlanden. Ja, von außen ganz schick mit bisschen Begrünung ist ja auch innen gerade, aber wie Sie eben sehen, lauter Open Working Spaces und das war's. Wie gesagt, also gefühlt ist jede zweite Verwaltung schon da gewesen aus Deutschland, hat sich das angeschaut. Ich frage mich dann immer nur, Leute, warum macht es denn dann nicht? Warum guckt ihr euch das an und macht es dann nicht einfach mal nach? Warum denn nicht? Ja, Sie haben doch die Möglichkeiten. Es gibt, sag mal, technische Unterstützungen wie Terminmanagement, wo Sie eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer gesamten Verwaltung dazu bemächtigen, sich individuell einzuplanen, wann Sie denn vor Ort sind und wann Sie im Homeoffice sind. Ja, dann reißen Sie mal diese Einzelzimmerbüros raus so, und machen einfach diese offenen Arbeitsbereiche, sie sparen gigantisch viel Raum. Ja? Eine Großstadt in NRW ist gerade dabei, das genauso umzusetzen. Man geht davon aus, so die Planung räumlicher Natur, man wird neu bauen, neues Rathaus bauen. Ein Drittel der Mitarbeitenden werden vor Ort sein, 2 Drittel im Homeoffice. Überlegen Sie jetzt mal, was allein die Raumersparnis für Kostenersparnisse wiederum mit sich bringen. Es ist gigantisch, ja, was da für ein Potenzial liegt. Nur wie gesagt, wir müssen es machen. Es reicht nicht, wenn wir drüber reden, wenn wir hinfahren, uns das angucken und mit den niederländischen Freunden drüber reden. Wir müssen es machen. Ja. Lassen Sie doch geben Sie doch die Devise raus, Digital First. Erste Verwaltungen in Deutschland machen es doch schon. Vor, ja. Digital First, das, was Sie online anbieten in Ihrem Serviceportal oder auf Ihrer Homepage, je nachdem, wo Sie es integriert haben.
Digital für alles, was online geht, ist online zu machen. Punkt. Wollen Sie ins Rathaus, lieber Bürger? Ja, dann brauchen Sie einen Termin. Das kennen die Bürger doch. Wenn Sie zum Rechtsanwalt wollen, brauchen Sie einen Termin bei dem Friseur. Bei Ihrem Friseur ist es in der Regel auch so gut. Es gibt andere, da brauchen Sie nicht. Aber es gibt ganz viele Bereiche, da brauchen, da ist es völlig normal für uns. Da brauchen wir einen Termin, dann gehen wir dahin. Warum nicht auch in einer Kommunalverwaltung? Warum, bitteschön, ist das wie so ein Basar, wo jeder nach Lust und Laune rein und rausläuft? Wenn wir agil arbeiten wollen, wenn wir das Homeoffice in den Vordergrund rücken wollen, weil wir unsere Arbeitgebermarke interessanter gestalten möchten, weil wir Beruf und Familie, wo dann im Übrigen ja jetzt nicht nur Kleinkinder und deren Versorgung in Zukunft eine Rolle spielen, sondern eben auch noch die Betreuung von Angehörigen ein erheblicher Faktor sein wird, ja, da müssen Sie sich halt überlegen, ist mir es lieber, dass mir eine Mitarbeiterin oder ganz generell ein Beschäftigter 3, 4 Stunden, wo er Zeit hat am Tag, ein bisschen was für uns arbeitet, als Stadt X, für die Stadt X. Ja, oder aber wollen Sie lieber die gelbe Karte und jemand ist raus, weil er keine Zeit hat, weil er sich kümmern muss. Ja? Und von daher hoffe ich, dass in Zukunft wir in Deutschland viel, viel mehr diesen Mut für Veränderung aufbringen werden, frei nach diesem wunderschönen Zitat hier auf Veränderung zu hoffen, ohne selbst etwas dafür zu tun, ist wie am Bahnhof zu stehen und auf ein Schiff zu warten. Und genau aus diesem Grund sage ich ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.